dann kommt in seinem roten S14 Mevlut Erbay, der Mev Limiter. Und selbigen hat er auch anständig penetriert in den Qualifikationsläufen. Drehzahlbegrenzer vom Feinsten gab es hier, Begrenzerparty. Okay. Start freigegeben. Jetzt für Mevlut Erbay und sein Nissan 200 SX der Baureihe S14. Oh, der lässt auch gut fliegen, Mevlut Erbay. Und jetzt geht's hier an, liebe Grenzerparty. Geht leider Ausgang Dunlopkehre auch nach innen. Mevlut Erbay. Boah, der fängt richtig früh an mit richtig viel Winkel. Mevlut Erbay. Jetzt zieh durch, Junge. Ah. Ja, 50% der Strecke absolut geil unterwegs, Mevlut Erbay, und dann in der Dunlop-Carry hat das ein bisschen verkackt. 58 Punkte. So, Mevlut Erbay. Entry wie im zweiten und dann viel früher ans Gas und dann kann es hier auch richtig Punkte hageln für Mevlut Erbay. Jawohl, und jetzt drauf. Begrenzer Party, Mevlut Erbay. Andi sagt, vielleicht mal mit dem Gang höher probieren. Könnte klappen. Vierundachtzig Punkte. Mevlut Erbay, auch er mit einem Byrun, setzt sehr, sehr früh die Drift an. Mevlut Erbay. Gegen Jannis Kohner. Nissan gegen BMW. Sechszylinder Turbo gegen Sechszylinder M-Sauger. Oh, riesen Lücke, die da der Jannis aufgehen lässt. So, 37 Klatschkicks später sind beide durchs Ziel. Jannis lässt eine riesen Lücke aufgeben, die kann er allerdings nicht zufahren. Die Kopie der Linie war okay, aber wie gesagt, die Lücke war halt schon riesengroß. Schwätze mal ein Schwäbisch, Heidenei. So, also die Jungs sind wieder am Vorstart angekommen. Und nur um den Olli zu ärgern, werde ich den ganzen Nachmittag durchsprechen. Einfach so, weil ich es kann. Er ist sonst gestorben. Okay, also zweiter Teil des Battles.
Yannis Kroner, Mehmet Erber. Mehmet Erber ist schon richtig dran an Yannis Kroner. Ja, die Judges schauen sich nochmal an, Replay, um dann nochmal zu analysieren, mit dem ersten Lauf ein bisschen abzugleichen, was abging. Und unterm Strich haben sie jetzt folgendes Urteil: Mehmet Erbay geht in die Top 8, Match Limiter eine Runde weiter. So. Nächste Paarung: Mehmet Erbay gegen Jimmy Willens. Duell zweier Nissan S-Chassis. Mehmet darf vorlegen. Da kommt er wieder richtig schön reingeflogen in die Vorlaufkehre. Mehmet Erbay. Fehler von Mehmet Erbay im letzten Drittel der Rundumkehre. So, Judges wollen sich nochmal anschauen, denn da gab es auf jeden Fall Sachen, über die sie sprechen müssen. Also Meff ist auf jeden Fall Ausgang und Umlaufkehre nach innen gekommen. War kein Platz mehr für Jimmy Willens. Auf jeden Fall sind sie jetzt schon gestartet für den zweiten Teil des Battles. Große Lücke. Oh, Mehmet geht weit. Okay, Addition beider Läufe. Jimmy Willens gewinnt. And when I started drifting, it was the same time when I started my company. Ja, die Addition der beiden Läufe mit dem klaren Sieg für Jimmy Willens. Nach dem ersten Teil war es so relativ ausgeglichen. Waren beide nicht sauber unterwegs.